Das nächste wird wieder ein kleineres Projekt. Wir bauen einen Brunnen. Dafür gräbt ein Bagger erstmal das Loch, wo der Brunnen später stehen wird. Nun werden erstmal alle Leitungen installiert, wodurch später das Wasser fließen kann. Darauf wird dann Zement gegossen, damit es dann auch schön fest ist. Nach einer Weile ist der Zement getrocknet und nun kann auch schon der Brunnen mit Steinen gemauert werden. Und damit es schön aussieht, werden auf dem Boden Fliesen gelegt. Kleintransporter bringt das wichtigste Teil, die Wasserpumpe. Damit kann das Wasser auch oben aus dem Brunnen rausspringen. Und da kommt ein Kran, der weitere Teile für die Verzierung bringt. Der eigentliche Brunnen ist fertig. Nun müssen Gartenlandschaftsbauer kommen und die Umgebung verschönern. Und da kommt der spannende Teil. Da kommt ein Tanklaster mit Wasser. Der tankt den Pumpenkreislauf mit Wasser, wodurch es dann oben aus dem Brunnen rausspringen kann. Jetzt, wo der Brunnen läuft und das Wasser hübsch springt, kann der Gartenlandschaftsbau nochmal kommen und ein paar Bäume und Verzierungen bringen. Und dann haben wir einen wunderschönen... Und sogar einen Eisverkaufsstand haben wir da. Sehr schön, alles ist fertig. Jetzt nochmal alle Fahrzeuge, die wir benötigt haben, um den Brunnen zu bauen. Das nächste Projekt ist eine Werkstatt. Dafür brauchen wir die Quetschwalze, die gerade eben schon den Boden vorbereitet. Jetzt ist nur noch der große Stein im Weg. Dafür kommt der Schlaghammer. Der zertrümmert den Stein nicht nur, sondern formt daraus direkt das Fundament. Ein Bulldozer schiebt noch den Schutt weg, damit wir eine schöne gerade Baufläche haben. Ein Lastwagen bringt die Steine für den Schornstein. Der ist für diese Werkstatt sehr wichtig, denn es wird eine Schmiede. Und da wird auch schon das Gerüst gebracht und aufgebaut und gleichzeitig ein paar Maschinen aufgestellt, um später daran arbeiten zu können. Jetzt kommen die Steine für die Wände des Gebäudes. Der Kran bringt das Belüftungssystem. Das ist in einer Werkstatt etwas üppiger als in einem Haus, in dem man wohnt.
Da kommt ein Feuerwehrauto. Das sorgt dafür, dass in der Werkstatt alles vorhanden ist, damit man dort sicher arbeiten kann. Nun wird mit einem Kran das Dach montiert. Und da ist der Straßenfertiger nochmal, gefolgt von der Walze, damit in einem Zug die Straße zur Schmiede fertiggestellt ist. Ähnlich wie bei der Mühle, die wir gerade eben fertiggestellt haben. Zum Schluss bringt ein kleiner Transporter wieder die Deko, damit auch außen alles hübsch aussieht. Damit eine Schmiede komplett ist, braucht es außen natürlich ein selbstgeschmiedetes Schild. Das wird jetzt hergestellt. Damit ist die Schmiede dann auch fertig. Mal schauen, was das nächste Projekt sein wird. Aber erstmal kommen nochmal alle Fahrzeuge, die wir benötigt haben, um die Schmiede fertigzustellen. Nun kommt der Kranwagen und stellt die Stützen für die Brücke auf. Als nächstes kommt der Kran und bringt den Rahmen. An dem werden später die Bretter platziert, auf der man dann letztlich die Brücke überqueren kann. Thank you.
Da kommt ein Gabelstapler mit einer Tonne voll Farbe. Dadurch kriegt die Brücke einen schönen roten Anstrich. Der Planwagen bringt dann die letzten Materialien. Die Bretter, damit man die Brücke überqueren kann, und das Geländer, damit man sich hier sicher daran festhalten kann. Da kommt ein kleiner Transporter, der sorgt dafür, dass die Brücke wetterfest ist. Und zuletzt bringt ein Lastwagen noch die Deko, damit die Brücke nicht nur praktisch ist, sondern auch alles schön aussieht. Wunderbar, die Brücke ist fertig und wir können uns jetzt größeren Projekten widmen. Doch erstmal kommen nochmal alle Fahrzeuge, die wir gebraucht haben, um die Brücke fertigzustellen. Zuerst brauchen wir Kies an der Baustelle. Lasst uns also einen Kipplaster zusammenbauen. An der Baustelle angekommen, wird der Kipplaster mit dem Kies die Grundlage für die Schienen bauen. Natürlich ist das Arbeiten an der Baustelle schmutzig, also muss der Kipplaster in die Waschanlage. Jetzt bauen wir einen Lastwagen, denn wir müssen Holz zur Baustelle transportieren. Bevor es losgeht, müssen wir 3 Holzstapel verladen. Daraus werden die Schwellen für die Schienen. Deshalb werden sie jetzt auf den Kies gelegt. Genau wie der Kipplaster muss auch der Lastwagen nach der Arbeit in die Waschanlage. Das hier wird eine Draisine. Das ist wie eine Lokomotive, die ohne Motor fährt. Mit der Draisine können wir einen Waggon schieben, der die restlichen Sachen zur Baustelle bringt, die wir für die Schienen brauchen. Und da sind auch schon die Bauarbeiter an der Baustelle, um die Schienen fertig zu bauen. Aber da fehlt noch was. Die Schienen brauchen noch einen Bahnübergang. Das ist wie ein Zebrastreifen auf der Straße. Und während der Bahnübergang fertiggestellt wird, hier ein kleiner Hinweis. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch den Kanal. Thank you.
Und hier ist unsere erste Baumaschine auf Schienen. Eine Ramme. Wofür wir die gleich brauchen, sehen wir an der Baustelle. Da wir den Zug gerade erst gebaut haben, muss er natürlich erst getankt werden. Und nun setzt die Ramme die Grundpfeiler für das Bahnhofsgebäude aus Holz. Nach getaner Arbeit geht's natürlich auch für die Ramme in die Waschanlage. Für den Boden brauchen wir weiteres Holz. 1, 2, 3 Stapel mit Holzbrettern. Aus diesen Holzbrettern bauen die Bauarbeiter jetzt die Bodenplatte. Drei weitere Stapel Holzbretter. Nun für das Gerüst. 1, 2 und 3. Mit den Holzbrettern an der Baustelle angekommen, bauen die Bauarbeiter jetzt das Gerüst des Hauses. Auch der Waggon ist etwas schmutzig geworden, deshalb geht er jetzt durch die Waschanlage. Nun brauchen wir das nächste Baufahrzeug auf Schienen. Dieses Mal ist es ein Kran. Und weil der Kran gerade erst gebaut wurde, muss der natürlich getankt werden. Nun baut der Kran die äußeren Wände des Hauses, die Fassade. Nach getaner Arbeit muss natürlich auch der Kran in die Waschanlage. Ein weiterer Zugkran bringt hier gerade die Dachspitze. Auch da noch die Holzbretter an die Fassade und fertig.
Hier ist ein Anhänger, der die Verzierung auflädt, um sie zur Baustelle zu bringen. Hier werden gerade die Fenster und Türen verlagert. Jetzt müssen wir einen großen Anhänger bauen. Das ist quasi ein Transporter auf Schienen. Mit diesem grünen Anhänger bringen die Bauarbeiter gerade die Möbel für die Terrasse ans Haus. Und damit ist das Bahnhofshaus aus Holz fertig gebaut. Nun kommt das Wichtigste, die Lokomotive. Nicht auf. Nun, da die Lokomotive fertig ist, verladen Bauarbeiter schon das Gepäck für die lange Reise. Und da kommt der Zug, bereit, um die Fahrgäste mitzunehmen.